Ich begrüße euch total recht herzlich. Ihr hört gerade Cobra 11. Staffel 1. Staffel 2. Staffel 2. Staffel 3. Staffel 3. Episode 46, 52. 57, 67. 74, 81. Und 82. 90, yeah! Und gerade soeben läuft 68 bis 73, Episode 8. Ich begrüße euch total recht herzlich zu Cobra 11. Cobra 11, Alarm für Cobra 11. Wie findet ihr die Serie? Warum mögt ihr die Serie? Warum mache ich solche Videoclips? Warum bin ich der Administrator oder Administrator bei Facebook RTL Community World of Cobra 11? Warum? Ja, weil man seit 1996 diese Serie sich anschaut. Wenn man sich diese Serie seit 1996 anschaut und zurückgegangen ist, so wie ich jetzt gerade, ne, 57 bis 67, 45 bis 56, Staffel 3,2, Staffel 3,1, Staffel 2,2, im Hintergrund hört ihr, wie ihr am Rumballer sind, 2,1 und Staffel 1, 1996 ist. Okay, bis 90 habe ich im Moment, bis 100 habe ich geordert, also 100 Episoden habe ich geordert, die nächsten kommen nächste Woche. Und okay, man kann das Fieber nennen. Sind ja verschieden. Manchmal sind 3 drin, manchmal sind 4 drin, manchmal sind auch nur 2 drin. Im Moment schaue ich halt die Staffel 8 und mit Kranich und so weiter. Und wenn ich mir das alles so anschaue, die alten Autos, die alten Stars und Sternchen, die haben ja heute alle ihr Alter, haben aber wunderbar das Ganze auf den Weg gebracht. Genau, ist euer Job. Und ich freue mich, dass ihr überhaupt Lust und Laune habt, Alarm für Cobra 11 zu mögen. Und wenn man sich genau anschaut, wie die ausgesehen haben, verdammt jung, verdammt jung. Verdammt jung, wurden immer älter, wurden immer reifer, hatten immer ihr Alter und sieht immer klasse aus. So, irgendwann habe ich so viele hier, dass ich die auch verkaufen kann, so ungefähr. Aber ich verkaufe die nicht, ich behalte die, ich mag die, ich schaue sie mir an, auf großer Leinwand, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber 21 Quadratmeter, Dolby 5.1, ob die Dolby haben, weiß ich nicht, aber jedenfalls kommt es gut rüber. Die ersten waren von Polyphon und jetzt sind sie halt von RTL Rocket Studios. Rocket Studios, das hört ihr gerade, 68 bis 73 lasse ich gerade durchlaufen, dann kommt 71 bis 73 und dann kommen die anderen. So, der Beste war natürlich, Tom Beck war weg. Nach 6 Jahren war er jetzt wieder da. Am 5.9. hat man sich das schon mal angeschaut, auf großer Leinwand. Wenn man will, kann man das sich hier nur Zeit anschauen, weil man braucht ja nur TV Now anmachen. Wer TV Now hat mehr von Cobra 11. So, ich will euch auch nicht lange nerven. Ich will euch einfach nur sagen, Dankeschön, dass es euch gibt. Dankeschön, dass ihr genauso das mögt. Wir sind über 50 in dieser Gruppe. Ich bedanke mich, dass da auch einige Schauspieler dabei sind, die original dort sind. Und ich hatte gerade einfach Lust und Laune dazu, dieses Video zu machen, mich zu bedanken. Mir macht unheimlich viel Spaß, dieses zu sehen. Mir macht es auch Spaß, hin und wieder mal mit einem dieser Schauspieler zu sprechen, natürlich nur ganz kurz. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Die Zeit wird auch immer knapper. Man wird auch immer älter. Und wenn ich sehe, wie jung die alle mal waren, so jung waren wir auch mal, wie alt die jetzt sind, so alt sind wir jetzt auch. Aber trotzdem hat es viel Spaß gemacht. Es hätte natürlich auch viel Spaß gemacht. Und da setze ich jetzt an. Ich setze jetzt an. Natürlich hätte ich schon Interesse hier, das Alarm
alle nochmal zusammen. Wirklich alle, die jemals da waren, zu einem ganz großen Showdown bei Alarm auf Cobra 11. Und zwar Action auf der Autobahn. Das wäre natürlich toll. Deswegen mache ich diesen Videoclip. Ich arbeite dran an der Story. Vielleicht auch Schauspieler zu gewinnen, dass wir wirklich alle deutschen Schauspieler, die wir haben, auf einen Kanal, auf einen Spielfilm zusammen bekommen. Wenn wir Glück haben, 120 Minuten, sogar 140 Minuten, wirklich Autobahn mit allen Schickeries. Natürlich kostet das was. Man muss gucken, die Story hinzubekommen, man muss gucken, die Musik hinzubekommen, man muss gucken, Action-Konzept zu engagieren und die ganzen Schauspieler nochmal zu aktivieren, bis hin zu Mario Adolf, der jetzt 89 geworden ist. Deswegen mache ich auch diesen Videoclip, weil Mario Adolf ist auch ein super toller Schauspieler, der an sich zu dieser Story mal hingehören würde. Als großer Pate des Ganzen, vielleicht sogar als Hauptakteur, wäre Mario Adolf gar nicht mal so schlecht. Ich sehe gerade zwei junge Mädels, die jetzt aber leider auch ihr Alter haben, die jetzt auch um die 45 sind und zu dem Zeitpunkt knappe 20, so lange ist das her. Das ist die Folge 68 bis 73. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, wer das sein könnte. Ja. Die klauen gerade ein Auto nach dem anderen. Jetzt wird auch noch geballert. Ist klar. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass jetzt bei der Serie ja am 5.9. nur ein Unfall zu sehen war, danach sehr viel Dramaturgie, Monologie, man sprach also miteinander. Ja, also, es hat sich natürlich schwer verändert alles, so ist das nicht. Und sie schmeißt gerade den ganzen Koks raus, Millionenwert. Aber so ist ja nun mal. Viel Pulver. Ist klar, dass der sauer ist. Eine Million an Koks rausgehauen. Ne? Ist halt so. Der will natürlich durchdrehen, der dreht auch durch. Aber egal, meine lieben Freunde, es freut mich, dass wir Alarm für Cobra 11 diese Gruppe haben, dass wir über 50 schon sind, dass wir richtig Spaß haben miteinander und dass, wie gesagt, auch einige Schauspieler dabei sind aus der Gruppe. Und ich freue mich, wenn ihr mitmacht, noch mehr einsteigt und dass wir hoffen, dass 2020 so gut wird, dass es auch anders wird, weil alles verändert sich. Bis heute. Ich bedanke mich auf diesem Wege, dass ihr da wart. Ich bedanke mich auf dem Wege, dass ihr mitmacht. Und ich bedanke mich, dass auch ihr Fans seid von Cobra 11, der Autobahnpolizei. Ja, sind halt Kriminalisten, die eine Story auf den Weg bringen, die es noch nie so gegeben hat. Also danke euch dafür, dass ihr da mitmacht und ja, dass wir Spaß haben mit Cobra 11. Ja. Und so fing alles mal an. Mit Cobra 11. In der dritten Staffel kam er. Mit dem Hund! Bond! Ja, mit dem Hund Bond. Mr. Bond, ja. Macht's gut.